Lektion 9. Ich sehe nichts, wie es jetzt ist. Ihr seid in der Tat gesegnet und ich bin der, den ihr als Jesus kennt. Und wieder einmal gratulieren wir euch, dass ihr jetzt schon bis Lektion 9 gekommen seid. Lektion 9. Du siehst nichts, wie es jetzt ist. Und das ist wahr. Das ist wahr genug. Du bist tief behaftet mit Ideen und Gedanken und Erinnerungen und Projektionen in deinem Geist, die deine Fähigkeit, klar zu sehen, stark behindern. Das ist etwas, was ihr in eurem Zustand jetzt mit ein bisschen Vertrauen machen müsst. Denn in eurem normalen Bewusstseinszustand, den ihr jetzt habt, werdet ihr sagen, ja natürlich sehe ich das so, wie es ist. Das ist eine Tasse. Es ist jetzt eine Tasse und es war gestern eine Tasse und es wird morgen eine Tasse sein. Das ist der logisch und linear denkende Geist, der diskutiert mit den Übungszeiten. Und die Übungen sind dazu gedacht, die tiefsten Teile deines Bewusstseins anzuheben und zu verändern. Nicht die oberflächlichen Schichten. Ihr funktioniert alle auf einer sehr oberflächlichen Art und Weise. Deine Worte und deine Meinung und deine Geschichten basieren auf Erzählungen und Lektionen oder etwas, was du gelernt hast von anderen Menschen. Sie haben dir sie erzählt und du wurdest bestraft, wenn du nicht mit ihnen übereinstimmst. Wir gehen zurück zu eurem Schulsystem und wir erinnern euch, wie indoktrinierend sich das anfühlt, wenn ihr an einem Tisch sitzen müsst und ihr seid müde und ihr würdet viel lieber spielen gehen, als ihr ein kleines Kind wart. Das sind dramatische Techniken von Indoktrination unter der Androhung von Bestrafung. Das ist nicht die Art und Weise, wie du dich an die Schule erinnerst. Aber das ist Teil des Trainingsprogramms, durch das ihr gegangen seid, das euren Geist verdreht hat. Es hat euch in bestimmten Modus der Gedanken trainiert, in einer bestimmten Art und Weise zu denken, sodass ihr daran keine Wahl mehr hattet. Und was wir tun, ist, die Schlösser etwas zu lockern. Und wir kratzen etwas am Rost dieser Schlösser, damit ihr wirklich befreit werdet. Und um das zu tun, müssen wir euren Geist in Richtungen schubsen, die für euch ungewohnt sind. Und das ist der Grund, warum euer gewöhnliches Bewusstsein möglicherweise verwirrt sein könnte oder sich damit unwohl fühlen könnte oder Widerstand leisten könnte. Also wir bitten euch oder wir fordern euch auf, Reisen zu beginnen außerhalb der normalen Spur und auf Pfaden, die euch verboten wurden und Dinge zu hinterfragen und auf Dinge auf eine andere Art und Weise zu schauen. Das ist nicht das, wie ihr in eurer Gesellschaft trainiert wurdet. Und so scheinen diese Lektionen lächerlich zu sein. Und eure Trainingsprogramme von Linearität und zeitbasierter, fokussierten Denken und Materialismus, das alles wurde euch antrainiert aus bestimmten Gründen und um euch außerhalb zu halten von eurer Wundergesinntheit. Das ist es, wo wir euch hinleiten wollen. Wir führen euch zu eurem wundergesinnten Denken. Also hör der Stimme zu und sei achtsam darauf und sagt, ah, da ist ein trainierter Geist. Und er diskutiert über diese Lektion. Aber ich muss das nicht verstehen und ich muss auch nicht darüber diskutieren. Und ich muss dem auch nicht zustimmen. Ich muss es einfach nur anwenden und praktizieren. Ich bin neugierig genug, wie mein Geist in seinem Inneren arbeitet, sodass ich willens bin, die Praxis dieser Lektion fortzusetzen mit Jesus. Und ich bin der, den ihr als Jesus kennt.
Und meine Arbeit hat sich niemals verändert über all diese Äonen. Es geht darum, das Leiden zu erleichtern oder zu beseitigen. Und es geht darum, Freiheit zu bringen für das Herz und den Geist, für alle Menschen auf diesem Planeten. Und das ist es, was ich zu lernen begonnen habe vor so vielen Jahren. Das ist das, was ich immer noch lehre. Und es kommt von aus einer tiefen Liebe für die Menschheit. Du musst nicht leiden. Ihr leidet hier zu viel in dieser Welt. Jetzt. Und diese Lektionen zeigen euch einen Weg daraus heraus, aus diesem Leiden. Seid morgen wieder dabei für Lektion 10. Wir werden uns dann sehen.